Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knights of Honor. Wir sind immer noch voll krass dabei, alle auf Smartphone logischerweise. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen Was überquert. Sollten wir auch anderes tun? Ich denke mal, wir werden mal ganz kurz England Hallöchen sagen. Existieren ja nicht mehr so viele von denen. Was ist euer Wunsch? Scheint mir jetzt noch am besten zu sein. Ja. Wie lautet euer Befehl? Obwohl die Normandie hier natürlich recht gut vertreten ist, vielleicht sollten wir uns dann doch erstmal um die Normandie kümmern. Ach, ich weiß es nicht, so viele Entscheidungen. Wo gammelst du denn rum? Du gammelst gerade in Ulster rum. Gammelst da so vor dich hin, dann geh doch mal hier ganz kurz. Na, wenn das nicht schade ist. Oh, Polen, hoffentlich klauen sie nicht meine Waffen. Na komm, nun lauf doch mal schneller zum Hafen, mein Gott. So lange kann das doch nicht dauern. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. Geld dann? Nö, eigentlich nicht. Ah, lauft schneller. Mein Herr, ja. Wir haben eine Stadt und die dazugehörige Provinz verloren. Haben wir das? Glaube ich nicht. Eure Hoheit. Oh, tschüss. Wir haben eine weitere ich werde diese Verrückt hinter den Schutz der Stadtmauern. So viel dazu. Kollege. Huch, warte mal. Zurück in die Stadt. Ja, mein Herr. Eigentlich möchte ich in die Stadt. Eure Hoheit. Ja, geht nicht in die Stadt ran. Ich kämpfe um den Sieg. Vermeiden. So, tschüssi. Die Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Ja, für die wie gewünscht. Mein Herr. Mein Herr. Wieso stehen ja alle noch so Truppen rum, mein Herr? Meine Dame, mein Gesicht. Endlich wieder warmes Essen. Ja, ist schon traurig, wenn ich das Politische nicht. Übersicht. So, dann auf zum Kampagne. Kampagne. Dann beobachten wir das hier mal so ein bisschen. Mit Argwohn. Ne, mit was? Mit keine Ahnung. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Zeit zum Aufbruch. Reck, du Spast. Endlich wieder warmes Essen. Feindliche Truppen haben unten. Wir haben feindliche Truppen. Oh, toter Gefangener, ist aber schade. Abermals haben eure Armeen eine Belagerung erfolgreich beendet. Ja, ich versichere das Gebiet. Los, los, errichtet eine Verteidigung. Was ist euer Wunsch? So, du holst dir mal ganz kurz neue Truppen. Wie lautet euer Befehl? Nicht du. Wie ihr wünscht. Was machst du eigentlich? Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Du könntest ja eigentlich mal so ein bisschen hier, ne? Die Spasten ein bisschen dezimieren. Ich werde diese Bauern zermalmen. Mach das mal. Was ist euer Wunsch? Gut. Na. Wie ihr wünscht. Da reingehen solltest du schon, ne? Ihr habt einen Diplom. Unsere Armeen haben noch eine Stärke. Und tschüss. Wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Angriff. Du brauchst es gar nicht erst probieren. Die sind sowieso immer nur mit langen Bogenschützen unterwegs, sieht man. Mein Wissen ist gestiegen. Ich werde diese Bauern zermalmen. Ah, jetzt habe ich neue Fähigkeiten. Ja. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesetzt. Hast du neue Fähigkeiten? Na komm, du Pußbacke. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Na, los. Eure Hoheit. Zurück in die Stadt. Fühlt ihr die kalte Hand des Todes? Feindliche Truppen haben Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Reicher Sieg, mein Herr. Haha. Ich wäre auch so rausgekommen, also. Ja. Okay, was haben wir hier jetzt noch Lustiges? Die machen da hinten erstmal Picknick. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauer. Kämpft um den Sieg. Kämpft um die Niederlage. So viele lustige Nachrichten, die niemals einer lesen wird. Wie lautet euer Befehl? Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Kämpft um den Sieg. Jetzt, wo ich besser bin, könnte ich mehr Gold verlangen. Könntest du aber auch sein lassen. Mein Herr, für Gott und Ehre, kämpft ein neuer um Kreuzzug. Ja. Kämpft um den Sieg. Wer will denn diesmal aufs Maul? Norwegen, ach wie süß. Komme ich auch noch gleich noch zu dir. Ich muss mich erstmal hier um die Leute kümmern. Eine neue Konstruktion wurde politische Übersicht. Normandie. Ja, erstmal die Normandie loswerden. Das wäre, glaube ich, am besten.
Und dann noch Deutschland, Kroatien. Wieso existiert Kroatien wieder? Habe ich die so lange existieren lassen, dass die wieder erobert haben? Vielleicht sollte ich einfach meinen Königstrupp nehmen und damit England erobern. Und mit dem anderen Trupp hier unten weitermachen. Wie lautet euer Befehl? Klingt das nicht nach einer guten Idee? Nein, gut. Freut mich. Ich werde diese Bauern zermalmen. Tu das, aber bitte tu das leise. Die Kontrolle über eine Stadt wurde nun Was ist vollends euer Wunsch? Übernommen. Die haben alle keine Truppen mehr drin. Naja, und nichts zu essen. Scheiße. Oder wir haben hier auch gar nichts zu bauen. Bauen wir ihn einfach mal das dahin. Haha. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Und weil sie hast ein Gebetshaus. So, haben sie davon? Ja. Okay, du gehst jetzt hier noch den Rebellentypen da vernichten und dann... Feindliche Truppen High five oder so, keine Ahnung. Tschüss. Unser, mein Herr, wir haben einen ehrenhaften Unterwegs. Sieg. Na, ob das so ehrenhaft ist. Na, nun geh rennen, Mensch. Husch. Zurück hinter den Schutz feindliche der Truppen Stadtmauer. Marschieren durch eure husch, husch. Ländereien. Oh, dann Zurück treffen wir uns einfach mal da hinten, würde ich mal sagen. Herr, da hinten. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Irgendwo da hinten. Wie lautet euer Befehl? Ich werde diese Zurück Bauern die zermalmen. So, Deutschland möchte wieder aus dem Maul. Prinz ist erwachsen, sehr schön. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht ich gewonnen. Ich warte gespannt auf eure Befehle, Hoheit. Ja, sind jetzt auch nicht mehr so viele zum Handeln übrig. Wir haben einen ich stehe zu Diensten, Sieg, Hoheit. Na, kommst du gleich wieder? Ja, weil ja, du so dämlich bist. Ich bin unterwegs. Für die Ehre. Mein Herr, an für die Krone. Angriff. Huch, was war denn das? Speichern, glaube ich. Was ist euer Wunsch? Sag ich dir nicht. Pech gehabt. Ja, mein Herr. Komm, was man anfängt, sollte man zu Ende bringen. Wir haben noch eine Schlacht gewonnen. Belagert diese mein Stadt. Lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Erstmal nach Elsass gehen und das so ein bisschen erobern, ne? Aber so ein bisschen mal Deutschland Hüllchen sagen. Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Und auch mal ganz kurz blicken lassen, damit sie merken, hey, wir existieren noch. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. Das ist quasi wieder so unmenschlich viele Truppen. Eure Hoheit, feindliche Truppen. Wer denn diesmal? Unsere Grenzen überquert. Aha, Marschall Erd aus Deutschland. Oh. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Erhard, da wird mir einer hart. Hallöchen. Zurück in die Stadt. Mein Herr. Ja, mein Endlich Herr. Wieder warmes Essen. So, ihr seid angekommen, das Zurück ist schön. Hinter den Schutz der Stadtmauer. Lichtet die Segel. Endlich auf wieder zur See. Politische Übersicht. Dann geht's erstmal hier nach England. Warte mal, erstmal hier hin. Politische Übersicht. Ja, mein Herr. Erstmal den kleinen Zipfel. Das ist es wurde langsam Zeit, ja, vorbei zu gehen. Ja, aber ganz langsam erst Zeit, nicht so schnell Zeit. Da, 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 da. So, dass wir noch kurz aufrüsten. Nochmals. Mein Name feindliche ist ganze Goldsäcke durch eure prächtigen Ländereien. Ganze Müllsäcke. Huch. Das wäre für eine bunte Ansammlung. Buntes allerlei. Belagerung von Champagner. Champagner, was auch immer. Nenn es doch bitte nicht Bevölkerung. Da kriegst du blöd, ne? Wir haben einen Herr. Wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Ja? Errichtet eine Verteidigung. Schade. Für die Krone. Kuckuck. Und der rollt das R immer noch so schön. Ja. Für die Krone. Zurück hinter den Schutz. Warte mal, wir sind gerade in England angekommen. Für die Krone. Der Typ will es einfach nicht lernen. Hungern wir sie ohne die Stadt aus. So. Wunderschön. Na? Haben unsere Grenzen überquert. Und nochmal sehen, wie das sich gleich entwickelt. Also eh nur Bauerntrottel da drin. Was ist unsere euer Armeen haben noch zurück hinter den Schutz der Stadtmauer. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauer. Mabla, da red mich voll. Ich verstehe kein Wort mehr von mir selber. Okay, dann auf nach Burgund. Hungern wir sie eine neue Provinz erobert. Ja, toll. Und fast tot. Und ich hab's nicht bemerkt. Toll. Feindliche Truppen haben unsere ich Grenzen uns überquert. Proviant auffüllen und ruhen. Toll, toll. Machen wir einfach mal hier. Buff. Zurück in die Stadt. Müssen wir England hier schneller hinnehmen. Scheiße. Nichts zu essen mehr übrig. Was haben wir denn hier noch Feines?
Ja, was nehmen wir denn da nur? Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine unserer Städte wird belagert. Na, ist ja doof. Chill doch mal ganz kurz. Was haben sie denn hier? Okay, sie haben nur diese beiden Sachen. Nee, ja, dann bauen wir eine Verteidigungsanlage hin. Pech gehabt. Elsass! Ich folge. Was ist euer Gefolge? Ach, komm, dann wenn man es nicht erwartet, ne? Schweinerei, sowas. Sollte verboten werden. Der Feind hat ja unsere Städte und dadurch die Provinz. Was ist eure Stadt? Holen wir uns die halt wieder. Ist mir doch wurscht. Stört mich doch nicht. Schon wieder. Aus Brandenburg, Mensch. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben eine weitere Stadt eingenommen. Jetzt gehen langsam die guten Handelspartner aus. Scheiße, die Truppen gehen so aus. Wie lautet euer Befehl? Für die Krone. Für die Krone. Ein weiterer ruhmreicher Sieg. Was ist das hier oben, ein Söldnerlager? Ja, lass dich doch mal anklicken, du Kackding. Dankeschön. Sichert das Gebiet. Ja, natürlich nicht. Die Stadt. Errichtet eine Verteidigung. Er geht natürlich instant auf die Stadt, weil er behindert ist. Ja, ich werde diese Bauern zermalmen. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert, eure Hoheit. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Fei-fei. High five. Sichert das Gebiet. Feindliche Truppen marschieren in ihre prächtigen Ländereien. Shit happens. Nö. Gut. Gehen jetzt mal hier weiter, ne? Was ist hier als nächstes dran? Ostanglien. Hungern wir sie aus. Was ist euer Lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Ja, ja, ist ja gut. Achso, es sind eh noch Rebellen. Endlich wieder warmes Essen. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Sind ja eh noch Rebellen. So, tschüss. Ja, wieder das Spaß, die da angeschossen kommt. Jetzt, Mann, Alter. Endlich wieder warmes Essen, mein Herr. Endlich wieder was zu tun. Ja. Zurück in die Stadt. Na, los. Ich folge. Haha, Überraschungsangriff. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, meine. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Stimmt, der Typ ist ja mal erst, oder? Zurück in die Stadt. Eure Hoheit, wir haben eine Schlacht gewonnen. Ist das so? Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Was ist euer Wunsch? Boah, wie lange brauchst du denn, Alter? Ja, geh doch jetzt rein, du Spaß! Warum geht das denn nicht? Willst du mich verarschen? Verarschungsspiel, Alter. Nur einer darf rein. Alter. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Natürlich unterlegen. Eine Schlacht wurde verloren. Ach, heute funktioniert gar nichts mehr. Zurück in die Stadt. Zurück in die Stadt. Endlich wieder. Mein Herr. Ja, mein Herr. Huch, da kommen wieder die Deutschen angeschissen. Denken, die sind ganz besonders cool. Sind sie leider nicht. Ein weiterer zurückreicher Sieg. Muss ich sie leider enttäuschen. Sind leider nicht die coolsten. Jetzt bleib mal hier. Wir sind langsam auf dem Sack. Angriff. Ja, Zeit dem Feind gegenüberzutreten. Zeit zu stärken. Ach, du rennst natürlich immer wieder nur wieder weg. Ja, man lagert diese Stadt. Das ist, glaube ich, auch deren letzte Stadt, ne? Nee, noch drei müssen sie haben. Drei oder vier. Ja, gehen wir dann nach Elsass. Wirst dich schon drüber freuen. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Länder. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Super. Vielleicht wird sie heute mal was. Mein Herr, ein Bote. Hoheit. Feind Hoheit. Für die Ehre. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Die klauen vor meine Taktik. Kommen alle nur noch mit Bogenschützen. Eure Hoheit. Wir haben eine Schlacht mein Herr. Gewonnen. Oh! Was ist euer Mann, ist so ein fieser Junge. Mensch. Wie lautet euer Befehl? Das sag ich dir nicht. Was ist euer Wunsch? Ja, kannst du da vielleicht mal reingehen? Mann! Der Papst hat zum Kreuzzug aufgerufen. Ja, aus Ufer, super. Irgendwo am Arsch der Welt. Ich bin bereit, Hoheit. Ich werde überall hinreisen, um euch Reichtum zu bringen. Keine Handelspartner mehr. Wir haben einen Hoheit.
feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Ja, wir haben wieder keine Soldaten. Endlich mein armes, wieder armes Essen. Da wird man doch verrückt. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ja, ja, du kannst gleich mal die Grenze überqueren, Alter. Das war die Grenze zum Tod. Lass uns den Proviant auffüllen und ruhen. Handelsabkommen von Tunis, wissen wir jetzt ja. Bleibt uns ja nicht mehr viel übrig, ne? Ja. Ganze Müllsäcke. Ausländische Sympathisanten bereiten uns Probleme. Ja, da kann man nur sagen, Ausländer raus, ne? Also. Ja, feindliche Truppen haben unsere. Ich glaube, das ist die einzig logische Antwort auf diese. Auf dieses Geschehenes. Er hat der Penis gesagt. Wie lautet euer Befehl? Feindliche Truppen marschieren durch eure. Na, na, Gott, die sind nervig, diese Typen, Mann. Dann mach mal hin, ne? Mein Herr, wir haben Feind, mein Herr. Wir haben feindliche Truppen, mein Herr. Wir haben einen ehrenhaften Sieg. Ach, nicht feindliche Truppen gesichtet? Schade. Ich dachte, du hättest mal feindliche Truppen gesichtet, ne? Passiert das so selten heute. Mein Herr, ich folge. Ja, folgte man. Wie lautet euer Befehl? Führer, Befehl und ich folg. Sagt man ja so schön. Nein, nein, nein. Dahin soll zu gehen. War schon alles richtig. So, ja, du rennst wieder mal irgendwo nach Afrika. Stört mich aber auch nicht großartig, ob du jetzt irgendwie nach Afrika rennst oder nicht. So, erstmal heilen hier. Sippi, kämpfen. Klasse. Mein Herr, wie ihr wünscht. Ja. Mal diese Stadt, ey. Eure Hoheit, feindliche Truppen für marschieren durch eure prächtige Feinde. Ja, das macht nichts. Unsere Grenzen überquert. Ein weiterer, ruhmreicher Sieg, mein Herr. Ist eigentlich tot, Mensch, mein Herr. Feindliche Truppen feind, feind. Ein neues Gebäude wurde Hoheit, feindliche Truppen marschieren durch eure prächtige mein Herr. Feind, feind. Feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Feind, feind. Verstärkt das Lager. Unterwegs. Baut ein Vor. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit jetzt erstmal. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Wie ihr wünscht. Ein weiterer ruhmreicher, mein Herr. Wir haben einen ehrenhaften Herr. Das Gebiet. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen. Die Bevölkerung rebelliert. Was für eine Bevölkerung, Alter? Nenn das doch nicht Bevölkerung. Eure Hoheit. Wir haben eine Schlacht. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Na, ich hoffe, jetzt wird es teuer. Zum Aufbruch. Wollen wir ein bisschen Spawn campen? Wir feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Na jetzt, komm her. Nein. Baut ein Vor. Ja, mein Herr. Zeit zum Aufbruch. Ich marschiere los. Verstärkt das Lager. So, ein bisschen Spawn campen. Haben sie ein bisschen Freude. Auch wenn man es nicht wirklich als Spawn campen betrachten kann, aber ihr wisst schon, was ich meine. Eure Hoheit. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Länder. Hungern wir sie aus. Kann ja mal ein bisschen mit Bedacht vorgehen, ne? Schon leider voll. Truppen tut haben mir leid. Unsere Grenzen überquert. Feindliche Truppen haben euren Herr. Come on. Ja. Wir haben eine neue Provinz eine Verteidigung. Was ist euer Wunsch? Schlagt ihr meinen Otzmann tot. Wir haben es geschafft. Friedensvertrag von Deutschland. Ja, du kannst mir mal am Arsch lutschen, Alter. Du bist unten durch bei mir. Normandie wird angegriffen. Wunderschön. Können wir einfach durchbrechen. So, kümmern wir uns mal wieder ein bisschen um England. Das enge Land. Endlich wieder warmes Essen. Auf die Schiffe. Zurück in die Stadt. Auf zur See. Auf die Fische. Politische Übersicht. Ja, ja, eine ganz gute politische Übersicht. Mein Herr, die Küste ist mein nah. Herr. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. Aber er ist ja langsam. Ruhmreicher Sieg, mein Herr. Ja, mein Herr. Na, das sollen wir eigentlich noch schaffen, oder? Was ist euer Wunsch für die Krone? Wie ihr wünscht. Für die Krone. Ihr habt einen diplomatischen Brief erhalten, mein Herr. Na, wenn das mich nicht erfreut. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Hoheit. 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 Mein neues, mein Herr. Mein Herr. Wir haben einen ehrenhaften Endlich wieder Was ist euer Wunsch? Hungert die Stadt aus. Hoheit. Mein Herr. Die Stadt aus. Hoheit. Hoheit. Mein Name ist Hoheit. Hoheit. Wenn es ein Müllsäcke wird. So. Mein Herr. Das sollte alles ganz easy sein. Feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Naja.
So. Nein! Verdammte Scheiße. Reflexanhörung. Wo ist denn hier dieser Mensch? Für die Krone. Angriff. Ja. Was ist euer Wunsch? Was ist euer Wunsch? Geh erstmal dahin. Na, ja, hallo. Endlich wieder warmes Essen. Ja, lass die Rebellen fordern, was sie wollen. Die können auf die Fresse kriegen. Hurra, mein Herr. Wir haben ja, den Prinz geboren. Na komm. Ich fühle mich weiser. Wir haben eine neue Provinz erobert. Kein Grund, sich weiser zu fühlen, höchstens schwarzer. Jetzt habe ich neue Fähigkeiten. Verstanden, dass ich wieder was zu tun. Ein neuer Kreuzzug. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Haben wir das. Mama, so viele Leute. Ich fühle mich beobachtet. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Ist ja wahnsinnig. Und was auch wahnsinnig ist, dass wir schon über 21 Minuten sind. Mensch, die Zeit verfliegt wie im Flug. Aber ich mache erstmal eine Kette. Wir sehen uns im nächsten Part von Knights of Honor wieder. Bis dahin, tschüss.